Nice, nice. Ja. Nein, wir sind nicht bei MTV. Wir sind nicht bei Beavis und Butthead. Wir sind bei alter Schule. So, willkommen zurück zu dem Ding da. Immer noch der IPC, an dem ich jetzt schon gefühlte 30 Jahre arbeite. Nein, das ist gelogen. 3 Tage haut schon eher hin. Was habe ich gemacht? Ich habe an sich das Rundum-Paket gemacht. Ich habe erstmal versucht, den Fehler zu finden, warum das Gerät nicht angeht. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Bis zu guter Letzt nun endlich mal so langsam herausgefunden wurde, warum das Ganze nicht ansprang. Also, und zwar handelte es sich darum, dass der Speicher, der Arbeitsspeicher, nicht richtig in der Verriegelung war. Das heißt, wenn der richtig drin sitzt, geht das Gerät an sich wunderbar an. Das ist lange nicht der Fall gewesen. Jetzt habe ich erstmal ein kleines Provisorium gemacht. Das heißt, Moment, vorsichtig. Ich habe die Klappe noch nicht drauf. Aber ich habe hier einen Speicher drin. Glaubt mir einfach, das werde ich noch offenbaren. Ich muss mal gerade gucken. Ja, hält auch noch. Wie ich das gemacht habe, ich habe ihn selber noch nicht getestet, ob das natürlich jetzt wieder direkt funktioniert oder nicht. Daher würde ich einfach sagen, ihr seid live dabei, um das natürlich wieder zu testen. Ihr seht, ganz zugemacht habe ich ihn noch nicht. Ne? Ich habe das Nötigste mal noch offen gelassen, bevor ich mir nachher doch noch den Kunststoff komplett zerbreche. Ich kann hier einerseits oben den Knopf drücken. Das hört ihr sehr schlecht. Auf jeden Fall, das funktioniert. Aber bis jetzt ist er auch immer von sich alleine angegangen. Nun gut, das heißt an sich Stecker rein. Denn das habe ich gestern nicht mehr gemacht. Da hat mir einfach noch die Lust nicht gefehlt, aber einerseits mehr die Kraft, kann man sagen. Wie gesagt, die Abdeckung ist noch raus. Der Arbeitsspeicher sitzt drin. Wie zu der Lösung komme ich gleich. Aber jetzt können wir erstmal gespannt sein. Für alle, die das vorherige Video gesehen haben, ich habe die Original-Festplatte wieder eingebaut und weiß auch in dem Fall aber noch nicht, ob überhaupt ein System drauf ist. Ursprünglich sollte, wie man sieht, hier Windows 7 installiert sein. Ob das der Fall ist, kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich stecke ihn jetzt erstmal ein, gucke, ob der direkt wieder angeht. Ja, leider wieder. Egal, nichts. Destotrotz. Lass mal ihn mal angehen. So, jetzt sehe ich schon, ob meine Fixierung hält. Ja, das tut sie. So, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Die Zuschauer wollen auch was sehen. So, das habt ihr einerseits schon mal grob gesehen. Erstmal richtig hinstellen. Na, gut. Also, ich kann natürlich jetzt ins für BBS Pop-up kenne ich gar nicht. F9 für Image Recovery, wenn der eine drauf hat. Alt und F2 zu Execute Asus EZ Flash. Das müsste, glaube ich, funktionieren, wenn man einen USB-Stick dran hat. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Das habe ich nämlich noch nie benutzt, so ein Flash-Modul. Er hat den USB-Controller initialisiert, genauso wie den Arbeitsspeicher mit 256 MB. Sehr wenig. Wenn Windows 7 drauf ist, bin ich eigentlich mal gespannt, ob der überhaupt startet. Weil, wenn es installiert ist, ist es was anderes. Aber vor einer Installation sagen die meistens zu wenig Arbeitsspeicher, kann nicht installiert werden. Wenn man es dann installiert hat, kann man hier meistens umstecken und dann funktioniert es doch. Naja, ihr seht, er hat auch die primäre Festplatte. Danke, danke, danke. Erkannt. Ne? Alles okay. Den USB-Massenstartschweiß found and konfiguriert. Also das heißt, hier funktioniert an sich alles. Please enter setup to recover BIOS setting. CMOS start time not set. Das heißt, ich habe eine neue Batterie eingebaut in dem letzten Video. Neue CMOS-Batterie, die natürlich jetzt überhaupt beim ersten Mal quasi dafür sorgt, dass es überhaupt wieder startet. Und dann würde ich mal sagen, macht man mit wirklich F1, dass man das
Setup reingehen. Oder wir könnten auch natürlich die Defaults laden mit F2. Ich werde mal F1 machen. Jetzt sehe ich einerseits auch schon, dass die Tastatur wieder funktioniert. Touchpad weiß ich noch nicht. Das werden wir noch sehen. Jetzt seht ihr hier natürlich überhaupt erstmal, was ist denn in dem ganzen Schönen drin. Es ist ein Asus 1001 PX ACPI BIOS Revision 0501, Core Version 0501, Build Date 4.19.10, also 19.04.10, EC Firmware Version EPCD-044, Prozessortyp Intel, Atom CPU N450 mit 1,66 GHz. Gesamtgeschwindigkeit oder 1666 MHz mit einem Kern. Der Systemspeicher beläuft sich auf 256 MB. So, Datum ist nicht eingestellt, genauso wenig wie die Zeit. Das könnte ich natürlich jetzt schon mal machen, aber ich werde hammert gerade. Super, super, super. Dann muss ich wieder gucken. Wir haben, glaube ich, was haben wir? 21 Uhr irgendwas hatten wir. Ich habe jetzt leider nicht geguckt. Ach so, macht er das. 21 Uhr, Sekunde. Wieder, komm wieder, komm wieder, komm wieder. 35, die Sekunden sind jetzt gerade mal so. Ja, keine Ahnung. Lass 10 Sekunden sein. Dann. Wie rum macht der das jetzt wieder? 06. Mal gucken, ob er das kennt. Dürfte nicht funktionieren. Funktioniert aber. Okay. Also ist vorne. Der Monat 03 06 2024. Das ist kein Geheimnis, das seht ihr natürlich selber. Und somit wäre das schon mal eingestellt. So, Enter. Dann habe ich noch die IDE-Konfiguration. Enhanced AHCI. Darunter nochmal die Festplatten. Beschreibung. Die Onboard-Klamotten, die aktiviert sind, der LAN, Audio, WLAN und Bluetooth, alles aktiviert. Die CPU kann man natürlich auch nochmal drüber gucken. Ne, da seht ihr, der Ganze arbeitet in einem Frontside-Bus von 667 MHz auf Level 1 mit 24 KB, auf Level 2 mit 512 KB. Ratio aktuell Value 10. Okay. Na gut, Maximum CPU ID Value Limit deaktiviert. So, was gibt es da noch? Sicherheit möchte ich nicht. Hier kann man sogar noch ein Passwort auf die HDD legen. Was einerseits verdammt gemein sein kann. Die Device-Priorität, naja, viel hat er nicht zur Auswahl. Ein CD-ROM gibt es nicht. Entnehmbare Speicher, okay, und ganz oben natürlich die Festplatte. Was soll er sonst nehmen? Jetzt könnte ich natürlich hier noch ein Laufwerk anschließen, mache ich aber erstmal nicht, denn ich möchte schließlich angucken, ob da überhaupt noch was drauf ist. Quick Boot aktiviert, Boot Booster kenne ich nicht. Aktiviert, lass mal angucken, wie schnell er dann bootet. Und ansonsten würde ich sagen, speichern wir das Ganze, indem wir es verlassen. In dem Fall OK drücken statt Yes or No. Quasi die Mischung aus beiden, Deutsch und Englisch. So, ich bin gespannt. Die Information hat er jetzt. So, ihr seht, Windows konnte nicht erfolgreich heruntergefahren werden. Falls dies Ursache war, dass das System nicht reagiert oder zum Schutz von Daten heruntergefahren wurde, können Sie das System möglicherweise wiederherstellen, indem Sie einen der abgesicherten Modien im unten angezeigten Menü auswählen. Ich würde sagen, ich starte es einfach ganz normal in der Hoffnung, weil ich habe ja nichts geändert, dass es funktionieren wird.
So, mit 256 Megabyte natürlich ein bisschen schleppend. Ich meine, überlegt mal, am Lagebildschirm sieht man schon mal, ja, es ist Windows 7. Und jetzt, wie gesagt, auf 256 Megabyte Variante. Denn vorher waren wahrscheinlich, ja, 2 GB drin, schätze ich. Ihr merkt, was das für ein Unterschied ist. Jetzt kann ich direkt testen. Touchpad funktioniert auch schon mal wieder. Das ist wunderbar. Aber die Zeit, wie es hochfährt, da merkt man, was der Arbeitsspeicher doch für eine Power hat. Naja, der lädt und lädt und lädt immer noch. Willkommen in 2024. Moderne Rechner ermöglichen es Ihnen heute, so schnell es geht, natürlich von A nach B zu kommen und ohne Geschwindigkeitsverlust zu arbeiten, wenn die Technik denn so weit wäre. Bum, 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 bum. Okay, das ist eindeutig mein längster Windows 7 Start, den ich gerade erlebe. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Zeit geguckt, aber ich glaube, der ist schon 1,5 Minuten dran. Lobby du, 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 du. Komm, sei brav. Gib mir ein Bild. Hätte ich mal 2 GB, wäre ich hier milchend nicht und meint, oh. Soll ich schon mal ranzoomen? So ganz langsam. Boah. Mist. War zu schnell. Siehe da, Windows 7 Starter. Also, das ist auf jeden Fall noch die Original-Festplatte. Und da merkt man an sich, ja, Windows 7 mit 256 MB sind möglich. Möchte aber keiner haben, es sei denn, man hat so viel Zeit, dass man den Rechner hinstellen kann, also in dem Fall den Laptop, geht erstmal ein Geschäft erledigen auf Toilette, kocht sich dann noch einen Kaffee und kann dann irgendwann sagen, hallo, da bin ich. So, gut, jetzt mache ich mal eben Pause. Warum mache ich Pause? Nur um zu sehen, ob da vielleicht Daten sind, die keiner sehen sollte. Einen Moment bitte. Geschwindigkeit kennt keine Grenzen, wenn der Arbeitsspeicher nicht stimmt. Ich wollte an sich jetzt nur den Computerordner öffnen und er lädt noch. Ja. Und schon kommt man sich doch wieder ein wenig wie in der Steinzeit vor, so wie das alles angefangen hatte. Na gut, heute stecken natürlich jede Menge Animationen ja auch schon alleine hier in dem Ladebalken. Das ist ja an sich eine reine Animation, die irgendwo der Computer verarbeiten muss. Wenn er denn schafft. Also, das heißt auf jeden Fall, Windows 7 mit 256 MB macht keinen Spaß. Wie gesagt, ich versuche immer noch einfach nur mal den Computer hier anzuwählen. Ne? Auch einziger Vorteil natürlich, das Ding ist eigentlich so gut wie stumm. Sie sind sehr leise, sie reichen für das Nötigste. Dann noch danke an Retro. Ich weiß noch nicht, ob ich die Variante machen werde mit einem Slot dort neu einfügen, also quasi für den Arbeitsspeicher. Denn ich habe den auch nicht hier irgendwo rumfliegen. Den müsste ich dann einerseits natürlich aus einem bestehenden Laptop nehmen. Den habe ich hier bestimmt in Hülle und Fülle, aber dann hätte ich natürlich aus diesem Laptop die Speicherbank entfernt und wüsste natürlich nicht, ob der Laptop oder einer von deren Laptops dann noch funktionieren würde.
Somit habe ich im Moment erstmal eine andere Variante. Die hatte ich aber schon noch ein bisschen anders im Kopf, da kommen wir gleich zu. Die, die ich im Moment gemacht habe, ist an sich ja einfach und simpel. Ich kann schon mal zeigen, also einfach und simpel. Das war gerade das, was ich euch gezeigt habe. Gleich ist er am Ende. Irgendwann. Und schafft das hier noch. Also das ist echt nicht schön. Da merkt man halt, ne, hier, da, oh, gleich kommt was. Hoffentlich. Ja, endlich. So. Das wollte ich doch mal sehen. Was habe ich denn hier? Ich habe einmal einen Speicherplatz von 99 GB belegt. Nee, Gesamtgröße 99,9, freier Speicher 64 GB und Laufwerk D habe ich sogar auch noch. Das Schöne ist, das gefällt mir, verwendet der Speicher 0 von 122 GB. Das heißt, ich kann auf jeden Fall damit wieder, tja, Unfug anstellen, kann man sagen. Vielleicht auch Windows XP installieren auf den anderen 122 GB. Wäre einerseits mit 256 MB schon mal Megabyte Arbeitsspeicher schon mal nicht verkehrt. Und es würde auch flüssig laufen. Und man könnte auch noch andere alte Spiele spielen. Naja, egal. Nichtsdestotrotz, das läuft. Ne? Entschuldigung für meine Versprecher. Ich fühle mich immer noch leicht krank und meine Stimme geht mir flöten. Auch wenn ihr das so gar nicht mitbekommt. Ne? Aber das gehört nun mal hin und wieder zum Leben dazu. Ihr merkt schon, das macht hier an sich keinen Spaß. Allein das Schließen. Ihr hört, ich kann da dreimal draufdrücken. Der muss erstmal hantieren, reagieren, machen und tun. Ich pausiere einfach und ich schaue mir mal die Systemeinstellungen an. Nochmal kurz zurück. Wie ihr seht, er ist eindeutig viel zu überfordert mit den ganzen Anwendungen auf einmal. Ja, solche Fehlermeldungen können dann schon mal kommen. Die Anwendung reagiert nicht. Das Programm reagiert möglicherweise wieder. Wenn Sie warten, möchten Sie diesen Prozess beenden? Tja, was macht man denn dann, ne? Prozess beenden oder abbrechen? Oder einfach warten? Ah, ihr wisst, wie es ist. Manchmal einfach problematisch. Nein, ich habe nichts gelöscht. Er reagiert nur sehr langsam. Ach so, und nur mal gerade zur Info, was ihr euch vielleicht jetzt gerade so fragt wie ich. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, ob die Festplatte funktioniert. Tut es. Ich habe mich immer gefragt, warum der nicht angeht. Jetzt wissen wir es, wegen dem Arbeitsspeicher. Und ich habe mich auch hin und wieder schon gefragt, ob das Display ganz ist. Wie ihr seht, auch das Display funktioniert. Also, alle Probleme kamen nur vom Arbeitsspeicher. Es war mir zu doof, ich habe ihn einfach nochmal ausgemacht, um ihn einfach nochmal anzumachen. Denn ich probiere ihn mal ein wenig schneller zu bekommen. Und zwar erstmal nochmal starten. Und dann erstmal trotzdem gucken, dass ich direkt nur in die Systemsteuerung komme. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der Systemsteuerung wieder. Willkommen mal wieder. Hehe. Ui, Systemsteuerung. So, was suche ich? Wo ist es? War es unter Anzeige? Ich glaube schon. Klick. Das ist live. Ich habe schon drauf gedrückt. Das Fenster wird gleich geöffnet. Ihr müsst euch nur gedulden. Seht ihr? So. Farbe kalibrieren, war das da?
Ich muss gerade selber wieder überlegen, wo das bei Windows 7 war, was ich suche. Na, ja, genau. Ja, die nächste Seite wird geladen. Bitte warten. Das sind die, wo wahrscheinlich 80% von euch gesagt hätten, schmeiß das Ding weg. Mach neuen Arbeitsspeicher rein. Kauf dir einen neuen Laptop. Volles Verständnis, denn wenn das so heute noch laufen würde, würde auch keiner mehr einen PC bedienen wollen. Dum, 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 dum. Ich mache nochmal Pause. Ich glaube, das sind so die Momente, wo auch keiner einen Livestream von haben möchte, weil man einfach nur wartet, wartet, wartet und der Kleine nicht weitermacht. Wie gesagt, ich habe bis jetzt nur auf Farbe kalibrieren gedrückt und bin schon über 2 Minuten am Warten. Damit ihr das nicht müsst, drücke ich erneut auf Pause. Was ich jetzt gerade natürlich auch noch entdeckt habe und was sehr an dem Arbeitsspeicher von dem Rechner hier zehrt, ist an sich hier unten das Avira-Antivirenprogramm. Das initialisiert sich gerade noch, das heißt, das braucht wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, wie ihr seht, bis es sich überhaupt gestartet hat. Und wenn das dann überhaupt fertig ist, weiß man auch nicht direkt, oder ich weiß es nicht direkt, ob natürlich der Antivirenschutz schon direkt startet und sich hier noch quasi direkt nach dem Start da einbindet. Das weiß ich nicht. Daher würde ich das am liebsten auch schon einfach mal deinstallieren, aber das dauert halt alles seine Zeit. Und die braucht ihr, wie gesagt, auf jeden Fall nicht dabei sein. Denn an sich möchte ich nur gucken, dass der vernünftig läuft. Nein, ich habe keine 2 GB Arbeitsspeicher. Aber mal schauen. Ne? Naja, egal. Der wird eh irgendwann mal resettet und dann schauen wir mal, was ich damit machen werde. Didididididi. Aber bis dahin warte ich mal wieder. Avira Antivirus aktualisieren. Avira Antivirus ist nicht mehr aktuell. Klicken Sie zum Aktualisieren hier. Nö. Will ich nicht. Man merkt, er wird gerade ein wenig schneller, weil das Programm sich da quasi aus dem Hintergrund verzogen hat. So, er versucht natürlich hier noch ein Netzwerk zu finden. Er arbeitet ein wenig schneller schon alleine, weil das Programm jetzt gerade aufgehört hat zu arbeiten, quasi. Hey, geh weg da. Mama? Nein. Mama? Nein. Mama? Nein. Mama. Sohn? Sohn? Der ist da unten. Sohn? Sohn, Mama. Oh. Sind Sie nicht süß? Und jetzt geht mal bitte bei. Nein, bei. Ach, immer noch nicht geändert. Ich will doch nur spielen. Ich meine, ich will doch nur weitermachen. Mein Gott. Wisst ihr, dass das auch so Momente sind, wo man Leute verdammt gemein erschrecken kann? Gab es mal eine Zeit lang so richtige fiese Spiele und sowas. Wenn man nach Level 2 geschafft hat, dann kam da so ein Buh-Effekt. Das ist gemein. Ja, sowas gab es. Buh! Nein, Quatsch. Buh! Weil man weiß ja nie, wo es kommt. Buh! Ah. Genug davon, mein Gott. Oh, er hat etwas von sich gegeben. Wow, nein, er ist endlich mal einen Schritt weiter. Naja, Moment noch. Juhu, ich hab's geschafft, in die
Programm und deren Funktion zu gelangen. Wie ihr seht, er baut die ganzen Symbole gleich noch stückweise auf. Ist das nicht süß? Alles wegen ein bisschen Arbeitsspeicher. Das erste, was fliegt, ist bei mir Avira. Wenn ich denn dazu komme. Einmal anklicken. Es kann es natürlich sein, dass der Vorgänger ein Passwort drin hat, damit ich da nicht drauf zugreifen kann, um das zu deinstallieren. Das weiß ich aber noch nicht. Na los. Sag ja, das ist so ein Gerät. Ich glaube, wenn ihr irgendeinem Kind von euch, das will unbedingt einen Laptop haben, kauft ihm einfach irgendeinen Laptop, macht einen schwachen Arbeitsspeicher rein und wahrscheinlich will da keiner mehr mitarbeiten. So, kann ich dann deinstallieren? Früher oder später. Warten Sie, die Installation. Okay, wenn du das hinkriegst. So früher oder später. Naja, das zeigt euch auf jeden Fall. 2 GB Arbeitsspeicher sind schon sinnvoll bei Windows 7, damit die ganzen Prozesse natürlich irgendwo bearbeitet werden können. Ne? Klar, liegt einerseits natürlich, sag ich mal, auch an der CPU. Mit einer stärkeren CPU würde die CPU, sag ich mal, mehr von dieser Last abnehmen. Ne? Das heißt, umso schwächer die CPU, umso mehr kloppt Arbeitsspeicher rein, damit sich das irgendwo wieder ergibt. Im Guten und Ganzen kann man aber auch sagen, was ich empfehlen würde, wenn ihr, was weiß ich, ihr habt eine 8 GB Grafikkarte, würde ich persönlich auch Minimum 8 GB Arbeitsspeicher reinhauen. Das ist so meine Philosophie. Ne? Das würde ich machen. Mit Hilfe der Kalibrierung der Bildschirmfarben können. Ach, jetzt bist du bei den Bildschirmfarben angekommen. Ja, das ist ja feini. Da will ich ja nichts mehr mit zu wissen tun. Das habe ich so vor guten 8 Minuten mal angeklickt. So, ich möchte Avira löschen. Hey, IPC, lösche Avira. Geht nicht, ich bin zu langsam. Okay. Ich würde einfach sagen, sinnvoll wäre auf jeden Fall auf dem Gerät immer noch irgendwo im Hintergrund XP laufen zu haben. Ne? Weil es an sich für die Intel-Atom-Varianten noch perfekt ist. Klar funktioniert hier irgendwo Windows 7 natürlich auch mit 2 GB Arbeitsspeicher, aber man merkt einfach, dass Windows 7 mit dem Prozessor schon sagt, könnte ich da nicht ein bisschen mehr bekommen? Das fehlt hier einfach und so möchte man ja auch nicht arbeiten. Nun gut. Na endlich. Deinstallieren. 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 Please wait, bitte warten. Hold the line. Okay, ich warte und drücke auf Pause. So, nun gut, ich würde sagen, der brödelt hier mal rum. Ich löse noch eben das Geheimnis, denn schließlich wollte ich euch das Ganze ja zeigen. Und zwar, da steckt mein Geheimnis. Ihr seht, das ist der Arbeitsspeicher. Und was habe ich da anderes gemacht? An sich nichts Großes anders. Ich habe, seht ihr das? Ihn fixiert. Und zwar konnte ich den ganz runterdrücken. Das ist der Kühlkörper. Und der ist ein bisschen höher als der Arbeitsspeicher, wenn der drin liegt. Das heißt, ich habe mir einfach einen Schaschlikspieß genommen. Den hier. Und habe den dazwischen geklemmt. So, dass das Gerät in Ruhe arbeiten kann. Weil schließlich der Arbeitsspeicher fixiert ist. Ich habe auch noch eine andere Lösung, die werde ich aber
erstmal ranholen müssen. Nein, das ist noch kein neuer Slot. Ich habe da noch was anderes vor. Aber wenn das nicht klappt, finde ich die Methode im ersten Moment gar nicht so schlimm, denn schließlich leitet Holz auch nicht. Es splittert nur. Das heißt, ich könnte das Ganze natürlich auch ein bisschen mit einer Silikonschicht oder so benetzen, ne? Oder mit einem Lack. Naja, egal. Also, das ist das Geheimnis, warum der Rechner da wieder läuft. Und das hier ist kein Geheimnis, denn er läuft so schlecht, weil zu wenig Arbeitsspeicher. Nun gut, ich würde sagen, hier bleiben wir am Ball. Wir sehen uns natürlich wieder. Ich will hoffen, es hat euch dennoch Spaß gemacht, auch wenn wir uns da die ganze Zeit im Kreis drehen. Und ihr bleibt natürlich weiter am Ball. Also, danke fürs Zugucken. Hier seht ihr nochmal. Das ist er, der letzte meiner IPCs. Er läuft, er läuft, er läuft, er funktioniert. Ne? Andere haben auch wieder damit Spaß. Ne? Den habe ich vorhin jetzt erstmal die Falten aus Gesicht geholt. Denn, was muss man dafür machen? Einfach nur drücken, dann dehnt sich das wieder. Wenn das beim Menschen gehen würde, oh mein Gott, ich möchte gar nicht wissen, wie viel sich drücken lassen würden. Nun gut, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis dahin bin und bleibe ich natürlich euer Dirk. Tschüss.